Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu einer Veranstaltung des Unabhängigen Fachschaftenforums. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute 1,5 Stunden Zeit, um über das Thema Drogenpolitik zu sprechen. Genauer um die Frage, ob man alle Drogen in der Bundesrepublik Deutschland legalisieren sollte. Wir haben ein prominentes Podium eingeladen und Sie als Publikum werden selbstverständlich auch zu Wort kommen. Wir werden hier ein paar Fragerunden machen und danach das Mikrofon Ihnen überlassen, euch überlassen. Doch zuvor hören wir einen Vortrag von Jonas Desuki. Jonas wird uns kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute alle hier sitzen. Ja, danke Jörg. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf dem Podium, liebe Studierende und Interessierte. Heute ist ein wichtiger Tag. Wir wollen gemeinsam diskutieren. Unser Thema ist die Legalisierung von Drogen. Doch diese Veranstaltung steht nicht einfach in einem leeren, kontextfreien Raum. Ich muss deshalb kurz ausholen, um die Entwicklung nachzuzeichnen, wie wir zu diesem Punkt gekommen sind. Alles begann für uns auf der Jubiläumsfeier des Inbro-Vereins, der heute hier durch Herrn Dr. Schneider vertreten wird. Unser Parlamentarier Jörg Rostek war anwesend, es ging ihm um die Nutzung der derzeitig als sogenannte Fixerstube genutzten Räume und die Umgestaltung dieser Räume zu eventuellen Drogenläden. Bei der Forderung, solche Einrichtungen zu etablieren, gemeint sind die Drogenläden, geschah etwas sehr Denkwürdiges. Die anwesenden Angehörigen der Konsumenten und Abhängigen waren zutiefst berührt, als vom Polizeipräsidenten Wimber eine solche Idee in den Raum gestellt wurde. Gerade die Angehörigen wissen sehr gut, welches Elend, Isolation und Gefahr für Leib und Leben den Abhängigen droht und widerfährt. Bei einem Café fragte mich Jörg, was ich zu dem Thema zu sagen hätte. Die Antwort fiel mir nicht schwer, da ich lange Zeit in der Nähe des Bremer Platzes gelebt hatte und täglich das Elend beobachten konnte, in dem schwerst Abhängige und somit schwerst Kranke hier leben müssen. Ich war also ebenfalls sehr berührt von dem Thema und wir entschlossen uns zu handeln. So kam es dann zum Interview mit dem Münsteraner Polizeipräsidenten und dem Drogen- und Suchtexperten Herrn Dr. Schneider. Die Antworten, die wir auf unsere Fragen erhielten, waren verblüffend und stellten meine anfangs zugegebenermaßen skeptische Haltung auf den Prüfstand. Immer wieder wurde die Linie im Gespräch deutlich, dass wir einen rationalen Diskurs brauchen und nicht einen, der althergebrachte Ressentiments und Ängste zu Teilhabern an wichtigen politischen Entscheidungen werden lässt. Rational, das heißt, dass wir uns fragen müssen, ist die bisherige Drogenpolitik gescheitert? Die Drogenkartelle, die völlig sinnlose Verschwendung von Ressourcen von Polizei und Justiz, sind sie nicht Anzeichen dafür, dass hier ein falscher Weg gegangen wurde? Dürfen wir die Konsumenten von Cannabis, aber auch die Schwerstabhängigen harter Drogen und somit auch Schwerstkranken dermaßen ausgrenzen, in die Illegalität drängen? Auch sie sind Menschen, deren Würde garantiert ist, und die Verwahrlosung, in die diese Menschen geraten, empört nicht nur die Angehörigen, sondern auch viele Menschen, die Anteil an der Lage dieser Menschen nehmen. Auch Drogenkonsumenten gehören zur Gesellschaft und haben ein Recht auf einen Anteil an dem, was wir genießen dürfen. Die Resonanz für unser veröffentlichtes Interview war immens, wesentlich größer, als wir es erwartet hatten. So forderte der CDU-Landtagsabgeordnete Herr Rickfelder eine Untersuchung beim Landtag, ob Herr Wimber noch fähig sei, sein Amt loyal auszuüben. Nicht unbedingt als Reaktion auf uns,
Aber doch in einem ähnlichen Zeitraum initiierten die Linken eine Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss im Bundestag über die Gesundheitsrisiken von Cannabisprodukten. Die Piraten machen ihre Position immer und immer wieder deutlich. Indes ist die Gesellschaft sich nicht einig, wie mit dem Thema verfahren werden solle, obwohl gerade Cannabiskonsum in der Gesellschaft sehr weit verbreitet ist. Daher wäre es gerade an dieser Stelle interessant, den Standpunkt einer so mächtigen Partei der SPD zu erfahren, die heute auf dem Podium durch Frau Bianca Ganser vertreten wird. Die Angst der Eltern, dass ihre Kinder durch Cannabisläden oder Ähnliches in eine Abhängigkeit geraten könnten, ist sicherlich ein Teil der Argumente, die Menschen skeptisch oder besser ängstlich sein lassen. Zudem wird immer wieder auf mögliche Risiken von Cannabis hingewiesen, die auch psychische Probleme und Erkrankungen von Konsumenten beinhalten. Diese Bedenken hegen viele Menschen in Deutschland. Aber ist das wirklich rational? Oder ist das ein Affekt, der uns möglicherweise in die Irre führt? Immerhin ist in einigen islamischen Ländern Alkohol verboten, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Ein Europäer schmunzelt darüber. Ist unser Ressentiment gegenüber Cannabis ähnlich irrational? Bedeutet Legalisierung, dass mit Cannabis exzessiv umgegangen würde? Und sicherlich ist dies, also der exzessive Konsum, der wesentliche Auslöser der bekannten Krankheiten, bei denen Cannabis mutmaßlich beteiligt ist. Wir dürfen nicht vergessen, nicht jeder, der Alkohol trinkt, süchtig. Nicht jeder trinkt sich ins Koma. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, stirbt an einer Leberzirrhose. All dies ist nicht der Fall, obwohl Alkohol legal ist. Aber ich möchte nicht mit einer abschließenden Haltung ausdrücklich zurückhalten. Wichtig ist, dass wir einen rationalen Diskurs führen, dass wir in eine ernsthafte Debatte einsteigen und wirklich und ernsthaft die Optionen der Veränderung unserer Drogenpolitik in Erwägung ziehen. Und hierzu sind ein Polizeipräsident, sind Parlamentarier und Wissenschaftler genau die Adresse, an die wir uns wenden sollten. Und dies tun wir heute. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass diese Podiumsdiskussion den Beginn einer Debatte auch in Münster bilden könnte, die uns den Weg aus dem Dunkel des Affekts, wie ich meine, in einen vernünftigen Umgang mit diesem Thema leiten könnte. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten, dass dieser Abend zur Aufklärung beitragen möge und die Argumente unserer Gäste auf offene Ohren stoßen. Ich bedanke mich vorab schon bei unseren Gästen für die Zusage und Beteiligung an dieser Veranstaltung, die trotz ihrer vollen Terminkalender zustande kommen konnte. Vielen Dank und ich übergebe an Jörg. Danke, Jonas. Gleich die erste Frage in die Runde. Wenn man auf die Homepage der Bundesdrogenbeauftragten geht, liest man, dass jeder dritte Bundesbürger, jede dritte Bundesbürgerin raucht, 9,5 Millionen Menschen Alkohol in riskanter Weise konsumieren, dass es 1,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik gibt, die medikamentenabhängig sind, dass 120.000 bis 150.000 Menschen von Opiaten abhängig sind und dass 600.000 Menschen Cannabis in gesundheitsschädigender Weise konsumieren. Und das medizinische Fachjournal Lancet, ich denke, ich spreche das richtig aus, sagt, dass weltweit mittlerweile illegale Drogen für den Gesundheitszustand der Bevölkerung eine genauso wichtige Rolle spielen wie legale Drogen, wie zum Beispiel Alkohol. Und die UN schätzt, dass mittlerweile bis zu 500 Milliarden Euro weltweit mit Drogenhandel verdient werden. Frage in die Runde: Ist die Drogenpolitik der vergangenen Jahre nicht gescheitert, wenn man solche Zahlen liest? Wer möchte anfangen? Ja, ich fange gerne an. Ich meine, das ist jetzt eine rhetorische Fragestellung. Sie haben die Zahlen genannt. Nach meiner Überzeugung ist die Drogenpolitik
gescheitert, weil sie ihre selbstgesteckten Ziele nicht erreicht hat. Die Ziele der Drogenpolitik sind festgelegt anlässlich einer UN-Sonderversammlung im Jahr 1998. Da ist als Ziel festgeschrieben worden, eine auf Prohibition setzende Drogenpolitik: erstens die Reduzierung der Nachfrage, zweitens die Reduzierung der Anbaugebiete, drittens die Verminderung der Grundstoffproduktion und der synthetischen Drogen, viertens die Bekämpfung der Geldwäsche und fünftens die bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden. Wir wissen, 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre nach dieser Resolution der UN, dass keines dieser Ziele erreicht worden ist. Keines ist erreicht worden. Der Drogenkonsum ist in diesem Zeitraum angestiegen. Sie haben die Zahl genannt, man schätzt in UN-Bereichen, dass 500 Milliarden Euro jährlich an Umsatz gemacht werden. Das sind 18% der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland mit steigenden Zahlen. Also ich denke, das sind einige Indikatoren. Wir werden sicherlich auf einige Aspekte vertieft in der Diskussion eingehen, dass dieser in erster Linie auf Prohibition gefußte Ansatz der Drogenpolitik die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht hat. Ja, es passt vielleicht, wenn ich mich dann direkt als der Gegenpol danach äußern darf. Erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Ich finde es toll, wenn so viele junge Menschen an politischen Diskussionen teilnehmen. Bei Parteiveranstaltungen erlebe ich das leider Gottes seltener. Falsche Partei. Falsche Partei. Tja, gut, wenn das so ist, ich habe für mich da ein anderes Gefühl. Ich möchte Herrn Wimmer widersprechen, weil ich nicht der Meinung bin, dass dieses Programm, dieses Vorhaben durch Prohibition Drogenmissbrauch zu reduzieren, gescheitert ist. Sicherlich haben wir keinen Idealzustand erreicht, aber wenn ich zum Beispiel die deutsche Situation mit der niederländischen Situation vergleiche, in den Niederlanden gibt es ein erhebliches Problem mit Erstkonsumenten von Haschisch und Marihuana. In Deutschland ist relativ gesehen dieses Problem erheblich geringer. In den Niederlanden fährt man derzeit die liberale Drogenpolitik zurück. Die Kriminalitätsbelastung in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf Drogen geht seit dem Jahr 2005 kontinuierlich zurück. Also ich will damit nicht sagen, dass wir auf einem ganz tollen Weg sind, aber ich glaube, das Signal, hier über Drogenfreigabe zu reden, und da müsste man aus meiner Sicht sicherlich nochmal ganz erheblich differenzieren, wenn ich in die weichen oder in Richtung der weichen Drogen schaue und auf der anderen Seite die harten Drogen sehe, wenn ich die dann auch noch freigeben wollte. Ich glaube, das müssen wir unseren Kindern nicht antun, hier den Risiken einer Drogenfreigabe ausgesetzt zu sein. Ich glaube des Weiteren, dass es auch gesellschaftspolitisch im Moment auf einem, sind wir auf einem völlig anderen Weg. Wir reden über Reduzierung von Nikotingebrauch. Sie kennen die Diskussion in Nordrhein-Westfalen. Die derzeitige Landesregierung bemüht sich, was den Nichtraucherschutz anbelangt, den Vorgaben der Bayern zu folgen, hier ein sehr strenges Nichtrauchenverbot auf den Weg zu bringen. Wir kennen alle die Probleme, die wir mit Alkohol haben, und jetzt will ich nicht dem Alkoholverbot das Wort reden, aber die vielen Programme im Bereich der Prävention, die wir auf den Weg bringen müssen an dieser Stelle, sind sicherlich ein deutliches Signal dafür, dass eben Drogenmissbrauch etwas ist, was wir uns nicht wünschen und was unsere Menschen oder Teile unserer Gesellschaft krank machen. Und hier an dieser Stelle Drogen freizugeben, wäre aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal. Ja, meine Damen und Herren, ich
möchte das mal aus der Sicht eines Drogenhilfevereins sehen, der seit Jahren in diesem Bereich tätig ist, mit Heroinabhängigen arbeitet. Und unsere Erfahrungen sind die, dass ich ganz eindeutig sagen muss, die Prohibition ist gescheitert. Und was sind denn die Folgen der Prohibition? Wir sehen das tagtäglich in unseren Einrichtungen, dass also Menschen, die heroinabhängig sind, die krank sind, auf das gepanschte und gestreckte Heroin auf dem illegalen Markt angewiesen sind. Wir wissen, dass in der Drogenszene hier in Münster das Heroin maximal 10% Heroinanteil hat. Der Rest sind gepanschte Stoffe von Koffein über andere Substanzen, die ja eigentlich die Krankheiten auch bewirken, beispielsweise die Abszessbildung und so weiter. Das ist das eine. Die eminente Gesundheitsgefährdung der Konsumierenden vor Ort ist im Prinzip eine Folge der Prohibition. Die zum Zweiten eine andere Folge der Prohibition ist deren Kriminalisierung. Die Gefängnisse sind überfüllt mit drogenabhängigen Menschen. Circa 20.000 drogenabhängige Menschen befinden sich in der Bundesrepublik in Justizvollzugsanstalten. Von denen sind mit Sicherheit höchstens 0,23% die ganz großen Dealer. Die sitzen da nämlich nicht. Das sind die Konsumierenden, die zwangsläufig gezwungen sind, eben ihren Stoff durch Beschaffungskriminalität, durch Dealen, durch andere Dinge wie Bunkerdienste leisten und sonstiges zu finanzieren. Das sind die Auswirkungen, die wir haben. Das Gleiche gilt auch, um jetzt mal runterzubrechen auf den Cannabiskonsum. Wir haben eine Situation, und die Diskussion, die wir hier führen, ist im Prinzip ja keine neue und junge Diskussion, sondern eine Diskussion, die, ich sag mal, im Prinzip seit 40 Jahren, nämlich mehr, geführt wird. Cannabis ist eine Substanz, die sich, eine psychoaktiv wirkende Substanz, die sicherlich auch Probleme bereitet bei vielen Jugendlichen, die da nicht mit umgehen können und so weiter. Dafür sind Präventionsmaßnahmen geschaffen worden, die umgesetzt worden sind in vielfältigen Bereichen. Ich denke nur an Früherkennungs- und Frühinterventionsmaßnahmen, die eingeführt worden sind und so weiter. Es gibt sicherlich Menschen, die damit nicht umgehen können. Aber es wird konsumiert, so oder so, ob es verboten ist oder nicht. Wir haben 2 bis 4 Millionen Cannabis konsumierende Menschen. Von denen haben, wenn man hochrechnet, vielleicht 5 bis 6% Probleme mit dem Cannabiskonsum. Das liegt aber nicht an der pharmakologischen Potenz der Pflanze Cannabis, sondern an anderen Bedingungen. Drug, Set and Setting. Droge, Persönlichkeit, Umfeldbedingungen. Das ist die ganz entscheidende Variante. Nicht die Droge ist das Problem. Dass wenn einer mit den Substanzen nicht umgehen kann, ist es ein Symptom für Konflikte, für tiefer liegende psychische Konflikte. Dafür ist Pädagogik, dafür ist Medizin, dafür ist Psychologie zuständig. Aber um Gottes Willen nicht das Strafrecht. Kurz zwei Fragen, also Sie haben jetzt gehört, also ich weiß, Linke und Grüne sind für die Entkriminalisierung, FDP und CDU sehen das eher skeptisch. Wo steht die SPD und wenn Sie nachts um 3 Uhr durch die Straßen laufen, wem würden Sie lieber begegnen? 4 betrunkenen Männern oder 4 bekifften Männern? Ich sage nochmal etwas zu meiner Person. Ich bin Bianca Ganser, SPD-Ratsfrau und sozial- und gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion. Habe auch viele Jahre über in der Drogenarbeit gearbeitet, in der Drogenhilfe und kann mir, denke ich, ein ganz gutes Urteil erlauben über das, worüber wir heute Abend hier reden. In der Vorbereitung für den heutigen Abend habe ich überlegt, was ich hier eigentlich noch Neues erzählen soll, weil diese Diskussion führen wir nicht erst seit einem Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, sondern so wie Wolfgang Schneider gesagt hat,
seit 30, 40 Jahren. Von daher möchte ich einfach nochmal an ein paar Marktpunkte erinnern, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, und ich würde mir wünschen, dass wir viel, viel weiter wären in dieser Diskussion. Es hat in den 90er Jahren, ungefähr Mitte der 90er Jahre, eine Initiative von Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen von Großstädten gegeben. Und besonders profiliert hat sich dabei im Rahmen dieser Diskussion die CDU-Frau Petra Roth, Oberbürgermeisterin in Frankfurt, die eine rationale Drogenpolitik gefordert hat. Ich kann mich daran erinnern, dass wir 1995 mit einigen SPD-Ratskolleginnen und Kollegen hier aus der Stadt nach Frankfurt gefahren sind und uns mal real Druckräume angesehen haben. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist das denn? Was ja auch für Nordrhein-Westfalen damals und auch für Münster in der Diskussion war. 1999 ist der Druckraum in Münster eingeweiht worden. Das war für Münster ein Markstein sicherlich, aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir so viele Jahre später viel weiter wären in der Diskussion um die Frage, wie wird denn der Stoff eigentlich besorgt? Also dass nach wie vor der Stoff illegal besorgt wird und dann legal konsumiert werden darf, das ist doch aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Henning Foscherau, sicherlich kein SPD-Linker, der war damals erster Bürgermeister in Hamburg, der hat Anfang der 90er Jahre bereits zu einer rationalen Drogenpolitik aufgerufen. Es war damals eine riesige Aktion im Spiegel, sodass also wir davon ausgehen konnten, dass der Druck und das Problembewusstsein doch damals schon in den Großstädten ganz besonders extrem war und auch klar war, dass man damals schon wusste, dass die Drogenpolitik, so wie sie bislang gefahren worden war, gescheitert ist. Viel mehr kann man das natürlich heute noch sagen. So wie Drogenpolitik weiter betrieben worden ist, kann es eigentlich nicht weitergehen, weil wir auf der Stelle treten und weil wir den Menschen nicht gerecht werden. Ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was Sucht ist und dem, was Genuss ist. Ja? Also da, denke ich, müssen wir eine Trennung ziehen. Und diejenigen, die süchtig sind, die haben, also jetzt spreche ich als Gesundheitspolitikerin, die haben alle, sollten alle die Möglichkeit bekommen, aus ihrer Sucht, wenn sie das so wollen und dazu in der Lage sind, auch auszusteigen. Aber Ausstiegswilligkeit erzeuge ich nicht durch Repression. Es muss klar sein, dass Freiwilligkeit das obere Gebot ist und dass wir in der Suchtpolitik längst viel weiter hätten sein können, wenn wir nicht immer mit diesen, jetzt sag ich mal, verdammten Cannabis-Diskussionen aufgehalten werden und auf der Stelle treten. Wir kommen so nicht weiter und diese Diskussionen sind eigentlich für mich ad absurdum geführt. Nehme ich jetzt aus, daraus, kann ich jetzt daraus hören, dass die SPD für eine Legalisierung aller Drogen ist? Also nicht alle Drogen zu legalisieren, aber ich gehe davon aus, dass weiche Drogen legalisiert werden müssen. Und bei der Frage der Abgabe von harten Drogen müssen wir auch weiterkommen. Also es kann doch nicht sein, dass wir bei den Druckräumen in der Diskussion quasi stehen geblieben sind und weiterhin hinnehmen, dass die Menschen den Stoff illegal besorgen. Das wussten wir, als wir Drogenkonsumräume eingeführt haben, dass der nächste Schritt kommen muss. Aber er ist bislang nicht gekommen und das sind also 22 Jahre her. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Diskussion noch weitere Jahre führen und uns quasi verzetteln in der Frage des Cannabiskonsums. Wir haben die erste Runde hinter uns. Möchte jemand Fragen stellen? Eine Dame steht schon auf. Ja, bitte. Also ich bin die Mutter einer Tochter, die ist jetzt 14 Jahre alt, geht zum Gymnasium und wir stellen also dort fest, dass man sich langsam Sachen sucht, sich also legal dicht zu machen, sprich man schnüffelt Deos, man zieht Brause und wenn man darauf angesprochen wird von erwachsenen Menschen, ist das erste Argument, es ist aber nicht illegal, ihr könnt uns nichts. Das heißt, spätestens da ist mir bewusst geworden, dass diese Drogenpolitik natürlich gescheitert ist, denn wenn solche Argumente von Kindern im Alter von 14 Jahren kommen, dann sollten wir uns eine Alarmglocke schellen. So denke ich auch, kommen immer mehr illegale Stoffe auf den Markt, gegen die wir noch gar keine Gesetze gefunden haben. Da müssten wir jetzt erstmal weiter Repressionsgesetze finden. Und die Spirale, die führt definitiv nach unten.
Und so können wir doch nicht weitermachen. Ich sehe da auch keine Aufklärung an den Schulen. Es kümmert sich keiner. Am Gymnasium gibt es sowas ja nicht. Es wird alles unter den Teppich gekehrt. Und ich bin eben heute auch hier in der Hoffnung, dass sich da endlich mal was ändern wird. Ich möchte mich bedanken bei den Leuten, die auch eben mal ganz klar sagen, dass wir so nicht weitermachen können. Dankeschön. Ja gut, vielleicht nicht unmittelbar eine Antwort darauf, aber ich denke, das ist schon richtig angesprochen worden. Keiner hier vorne auf dem Podium, um auch nicht falsche Fronten, glaube ich, aufkommen zu lassen, vertritt die Auffassung in freier Abwandlung eines ADAC-Leitspruchs, freies Kiffen für freie Bürger. Wir gehen mit Substanzen um, die natürlich ein Suchtpotenzial, ein Abhängigkeitspotenzial haben. Die Zahlen sind genannt worden, sie sind enorm in allen entwickelten Industriestaaten. Wir wissen durch unterschiedliche Untersuchungen, dass wir ein erhebliches Drogenproblem in Schwellenländern wie Brasilien, Indien und im Iran haben. Mein Credo ist, es ist eine Sucht, es kann Abhängigkeiten hervorrufen. Das ist eine Aufgabe der Gesundheitspolitik, der Beratung, der Prävention, der gesundheitlichen Folgenbeseitigung im Einzelfall. Aber das kann kein Problem der Kriminalpolitik und der strafrechtlichen Stigmatisierung sein. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Ja, noch vielleicht nur als Ergänzung noch dazu. Sicherlich, wir leben in einer gesellschaftlichen Situation, wo der Konsum über alles regiert. Das heißt also, an jeder Ecke kann konsumiert werden, nicht nur psychoaktiv wirksame Substanzen, sondern alles Mögliche. Und jedes kann in irgendeiner Form süchtig missbraucht werden. Sei es Schokolade, sei es Autos, sei es Kaugummi, was weiß ich. Und in dieser Situation ist es so, auf der einen Seite haben wir dann Substanzen wie Cannabis, die unter entsprechenden Bedingungen dann beim Konsum dazu führen, dass Jugendliche frühzeitig kriminalisiert werden. Wenn sie in die Mühle hineingeraten, erstmal müssen sie Auflagen erfüllen, dann müssen sie, was weiß ich, werden sie wieder erwischt, dann kommen erneute Auflagen etc. Und dann ist der Weg so langsam in den, ich will jetzt nicht sagen Drogenkarriere, aber in entsprechende Richtung möglich, aber nicht immer so. Das heißt also, wir haben Erfahrungen aus vielen sozialwissenschaftlichen Erhebungen, die eindeutig zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene, wenn sie denn konventionelle Rollen übernommen haben, wenn sie die Entwicklungsaufgaben bewältigt haben, von sich aus auch wieder den Cannabiskonsum lassen, weniger konsumieren, herauswachsen. Das ist das Phänomen des Herauswachsens aus dem Drogenkonsum. Wenn sie denn aber in diesem Prozess, und das gehört heutzutage zum Erwachsenwerden, sage ich jetzt mal, der Umgang mit psychoaktiv wirksamen Substanzen, wenn wir da die Augen vor verschließen und mit Verbote reagieren, kriegen wir keinen Zugang zu Jugendlichen. Das ist klar und deutlich. Das sehe ich jeden Tag in der Drogenhilfe. Insofern möchte ich jetzt unabhängig von der großen Diskussion, jetzt Verbot oder nicht Verbot, auch mal für ein bisschen mehr Gelassenheit im Umgang mit Konsummustern bei Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen reden. Von Erwachsenen will ich jetzt nicht reden, die meisten können damit umgehen, würde ich sagen. Es gibt aber auch da viele, die nicht damit umgehen können. Es gibt da Möglichkeiten, sich dann auch entsprechend in die Behandlung zu begeben, was auch immer. Ja, aber einerseits mehr Gelassenheit, zum anderen aber auch endlich diese Diskussion aufzuhören, dass also Cannabiskonsum das Schlimmste überhaupt ist, dass das die Fahrkarte in die Drogenabhängigkeit ist. Ich habe Verständnis dafür, dass Eltern in bestimmten Situationen darauf so reagieren müssen, auch mit Panik teilweise, wenn sie denn
was weiß ich, ein braunes Glückchen irgendwo beim Sohn oder Tochter finden. Aber dafür sind dann auch, ist dann die Drogenhilfe da, dafür ist die Drogenprävention da, sich mit dieser Situation etwas gelassener damit umzugehen und nicht diese Vorstellung, mein Kind endet am Bremer Platz mit der Spritze im Arm. Das ist halt wichtig. Und dafür brauchen wir die Normalisierung. Und Normalisierung heißt, wir müssen weg von dieser Drogenverbotspolitik. Wir müssen hin zu Legalisierung heißt ja jetzt nicht, die Freigabe an jeder Ecke soll jetzt Cannabis oder Heroin und Kokain verkauft werden, sondern die staatlich kontrollierte Lizenzierung des Ganzen. Das heißt, Qualitätskontrollen können zum Beispiel durchgeführt werden. Wir können das Ganze unter kontrollierenden Bedingungen machen. Das heißt also, die Jugendschutzbedingungen und so weiter und so fort sind alles dann besser möglich und gelassener im Umgang zu realisieren, als es jetzt in dieser Situation, in dieser Diskussion so oft passiert. Ja, Herr Dr. Schneider, ich widerspreche Ihnen nicht sehr gerne, weil ich Sie persönlich schätze. Ich war, wie Sie bestätigen können, auch einige Male bei Ihnen im Drogenkonsumraum zu Gast und habe mir also auch Ihre gute Arbeit dort angesehen. Aber ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht und ich glaube, wenn Sie hier den Eindruck erwecken, dass ein Großteil der Jugendlichen heute Drogen benötigt, gebraucht, wie auch immer Sie das formulieren mögen, um erwachsen zu werden, dann glaube ich, ist das nicht ganz richtig. Es ist immer noch von einer Minderheit die Rede. Ich glaube, der Großteil der jungen Menschen findet auch den Weg in das Erwachsenenwerden über andere Erfahrungen. Dazu gehören dann nicht unbedingt Drogen. Das ist zumindest das, was mir meine Lebenserfahrung und auch meine Erfahrung als Politiker, der im Bereich Kinder, Jugend und Familie sehr aktiv unterwegs gewesen ist in dieser Stadt, viele Schulen auch besucht hat, auch Jugendeinrichtungen besucht hat. Wir reden hier, zumindest nach meiner Erfahrung, deutlich von einer Minderheit. Einen weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ich sitze natürlich hier als Politiker auf dem Podium. Ich habe meine Berufserfahrung als ehemaliger Polizeibeamter gemacht. Ich kann aber mit einem Wissenschaftler, wie er hier neben mir sitzt, mich nicht messen und deswegen habe ich natürlich auch in der Vorbereitung auf den heutigen Tag mir zum Beispiel die Anhörung oder die Unterlagen über die Anhörung im Bundestag angesehen. Dort gibt es einen Antrag der Linken, die im Prinzip vereinfacht gesagt das Gleiche wollen wie in Holland, also Räumlichkeiten, wo man Drogen gebrauchen kann. Und ich darf vielleicht an dieser Stelle ganz kurz einen Wissenschaftler zitieren. Der Verfasser ist ärztlicher Leiter des Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters DZSKJ im Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Und er äußert sich an dieser Stelle völlig anders. Er sagt, aus seiner Sicht die wichtigste Schlussfolgerung besteht darin, dass Cannabis keine harmlose Substanz ist, dass Cannabiskonsum wesentliche gesundheitliche und soziale Risiken birgt und dass er einer Freigabe, vereinfacht gesagt, eben nicht zustimmen kann. Ich hätte mich gefreut an dieser Stelle, wenn hier heute Abend eben auch ein Wissenschaftler mal gesessen hätte, der diese Position vertritt. Es gibt dort auch andere Aussagen in der Anhörung, die ich jetzt nicht zitieren wollte, von einem Staatsanwalt bzw. von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, die diese Meinung auch stützen und ich sag mal ganz offen, ich hätte mich dann auch ein bisschen wohler gefühlt, wenn diese meine Meinung hier auf dem Podium dann auch nochmal wissenschaftlich untermauert worden wäre. Ich kann es nicht untermauern, was Sie gesagt haben, Herr Rietveld, aber vielleicht kann ich es an zwei Stellen ein bisschen kommentieren. Es ist, glaube ich, falsch anzunehmen, dass Cannabiskonsum ein Minderheitenproblem ist. Wir hatten Gott sei Dank viele dieser Sachen, die erwähnt worden sind, sind erforscht. Es gibt den Trautmann-Reuter-Report. Das ist ein Report, der aufgelegt worden ist im Auftrag der EU-Kommission, der genau diese 10 Jahre UN-Drogenpolitik abgreift. Der hat sogenannte Prävalenzraten erhoben. Prävalenzraten heißt, wie viel einer ausgewählten Bevölkerungsgruppe haben Kontakt mit Cannabis gehabt. Und dieser Report kommt zu dem Ergebnis,
dass von den ab 1980 geborenen unter 21-Jährigen in ausgewählten Ländern USA, Schweiz, Australien 50% Erfahrungen mit Cannabis haben. Es ist also kein Minderheitenproblem, sondern in jugendlichen Subkulturen weit verbreitet. Und ich warne davor, einen Großteil der Jugend ohne irgendeinen Effekt zu kriminalisieren. Ich glaube, dass uns diese Diskussion so nicht weiterbringt. Und den Sie gerade erwähnt haben, ist Herr Professor Thomasius, den ich sehr schätze in seiner Funktion als Leiter der Suchtklinik in Hamburg-Eppendorf und von dem ich sehr weiß, dass er sehr skeptisch ist, was die Legalisierung von Cannabis angeht. Er hat im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages in der letzten Woche geäußert, insbesondere aufgrund der gestiegenen THC-Werte, das ist der Wirkstoff von Cannabis, besteht die Gefahr einer psychischen und physischen Abhängigkeit. Und er ist für sich zu dem Ergebnis gekommen, dass 10% der Cannabiskonsumenten in diese Abhängigkeit hineingeraten. Ich kann es aber auch umdrehen. 90% der Konsumenten kommen eben nicht in diese Abhängigkeit hinein. Und das ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang die viel wichtigere Zahl. Es ist auch nicht richtig, obwohl es immer wiederholt wird, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Diese Behauptung wird immer wieder aufgestellt, aber sie ist wissenschaftlich an keiner Stelle bisher bewiesen worden. Und ich glaube, diese Zahlen von einem Protagonisten, der sehr skeptisch ist, was die Liberalisierung angeht, diese Zahlen sprechen für sich. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, wie viel Prozent der Erstkonsumenten von Alkohol in eine Alkoholabhängigkeit kommen. Die Zahlen hat Herr Rostek am Anfang genannt. Das ist ein Vielfaches von dem, was wir bei Cannabis feststellen. Und insofern sind diese Argumente alle völlig untauglich für eine rationale Drogenpolitik. Ich sage jetzt nochmal etwas ganz anderes. Einstiegsdroge Alkohol. Das Stichwort. Und dann nochmal ein Hinweis darauf. Die SPD-Ratsfraktion bringt gerade einen Antrag in den Rat ein, der ist überschrieben mit dem Titel Süchte älterer Menschen erkennen und handeln. Die deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren sagt, dass ein schwerwiegendes Alkoholproblem bei 2-3% der Männer über 60 Jahre erkennbar ist, bei Frauen ungefähr 1%. Bei den über 60-jährigen Menschen sind 5-10% mit einem problematischen Gebrauch von psychoaktiven Medikamenten und oder Schmerzmitteln. Das heißt, ich möchte den Blick auf eine ganz andere Altersgruppe lenken und auf ein Problem, was in der Öffentlichkeit völlig negiert wird. Wir haben in Münster überhaupt keine Zahlen bislang darüber, wir haben keinen Aufriss des Problems. Wir nehmen es auch nicht wahr, weil es in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle spielt. Das heißt, was wir in einem anderen Thema wohl wahrnehmen, ist, dass es sehr emotional diskutiert wird, dass es ein öffentlich diskutiertes Thema ist und das in der Öffentlichkeit konsumiert wird. Die alten Menschen, die Suchtprobleme haben, konsumieren meistens nicht in der Öffentlichkeit, die konsumieren in geschlossenen Räumen, die werden mit ihrer Sucht oftmals alleine gelassen. So, und mein Petitum geht dahin zu sagen, lasst uns doch mal in andere Altersgruppen schauen. Und wieso beißen wir uns an dem Thema der Cannabis-Diskussion so extrem fest und vernachlässigen die Diskussion, was Alkohol, was Medikamentenabhängigkeit angeht, vollkommen und negieren immer wieder, wie stark doch die volkswirtschaftlichen Ausfälle sind, also die Belastungen der Volkswirtschaft sind, durch die Ausfälle zum Beispiel an Arbeitsplätzen, durch Alkoholkonsum, durch Medikamentenmissbrauch und. Also mein Petitum, in eine andere Altersgruppe mal schauen, nicht immer nur auf die Jugendlichen zu schauen, die oftmals in der Öffentlichkeit konsumieren, sondern sich mal dem Problem ganz anders zu nähern, wo Sucht überhaupt stattfindet. Ganz kurz vielleicht noch als Ergänzung, ich gehe nochmal zurück zum Cannabis. Herr Rittfeller, ich gebe Ihnen recht. Natürlich können sehr viele Jugendliche oder junge Erwachsene mit Cannabiskonsum nicht umgehen. Wenn sie psychische Probleme haben, verstärken sich diese und so weiter. Dafür gibt es ja auch Präventionsmaßnahmen, Ansprechpartner und so weiter, wo sie dran wenden können.
Nur das Problem ist ja, sie tun es jetzt auch und konsumieren unter der Prohibition. Wir haben ja jetzt das Drogenverbot und dort wird konsumiert. Von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen und so weiter. Warum kriminalisieren wir dann Menschen, die mit Cannabis nicht umgehen können oder auch umgehen können? Warum stigmatisieren wir sie als Defizitwesen, sondern versuchen nicht zu sehen, dass man einen ganz anderen Umgang machen könnte, wenn sich dieses in der Gesellschaft normalisiert hätte? Wenn wir nicht diese Drogenängste und so weiter permanent in den Medien, werden sie permanent wieder aufgerissen und dargestellt, wie schlimm alles ist, Hortensienkonsum, was weiß ich, was alles da kommt, Badesalz und all diese Dinge, die greifen auf alle Konsumarten zurück, es werden neue synthetische Cannabinoide hergestellt, in Kräutermischungen und so weiter und so fort. Alles ein Ausfluss dieser Illegalisierung dieser Substanzen. Wenn wir versuchen würden, über die Entkriminalisierung zu einer staatlich kontrollierten, qualitätskontrollierten Form hingehen könnten, dann hätte man einen ganz anderen Zugangsweg zu drogenkonsumierenden Menschen und müsste nicht mit Emotionen und mit Verboten darauf reagieren. Was verboten ist, das zeigt schon die Geschichte der Drogenarbeit in den letzten Jahren, macht besonders scharf. Und Jugendliche versuchen alle Wege, den Drogenkonsum dann zu praktizieren, wie auch immer, um sich abzugrenzen von Erwachsenen, um sich darzustellen, in der Peer-Group in Position zu finden, um dazu zu gehören und so weiter. Ne? Also das sind die Funktionen, die in die Entwicklung bei Jugendlichen haben. Und warum sollen wir diese Funktionen dann so verfrachten, so überfrachten mit Kriminalisierung, mit Stigmatisierung, was nur eine weitere Entwicklung, eine mögliche Entwicklung in andere Drogenkarrieren zur Folge hätte. Wir haben 4 Wortmeldungen aus dem Publikum. Der Herr mit dem Mikrofon, bitte. Ja, hallo, Markus Warenhoff, mein Name. Ich hätte eine Frage, so Punkte, die Sie schon angesprochen haben. Wie soll das vielleicht an Sie, Herr Rehfelder, weil Sie ja für die Prohibition sprechen, wie soll das sinnvoll mit einem Jugendschutz und einer Aufklärung, die Sie ja auch gefordert haben, Prävention, Aufklärung, funktionieren? Denn die Stoffe tabuisiert sind. Also wenn ich weiß zum Beispiel, dass ich keinen Cognac vertrage. Das habe ich ausprobiert, da kann ich mit Leuten drüber reden. Also Rausch ist ja ein Bestandteil von Kulturen der Menschen seit immer und ewig und das wird es meiner Meinung nach auch immer geben. Und ich glaube, es wird dazu ein Problem, wo man das tabuisiert, ausgrenzt und nicht als Bestandteil der Kultur sozusagen sieht. Wir haben ja zum Beispiel um den Alkohol herum einen Stoff, der erlaubt ist, alle möglichen Kulturtraditionen entwickelt. Man findet ganz viele Rezepte gegen den Kater, man weiß nicht, dass man irgendwie Wein auf Bier oder Bier auf Wein nicht trinken soll. Also all dieses ist aber doch nur möglich, wenn ein offener gesellschaftlicher Diskurs stattfinden kann. Der kann doch meiner Meinung nach nicht unter einer Prohibition stattfinden. Wie würden Sie dieses Problem lösen wollen? Also ich finde zunächst mal, es gibt kein Recht auf Rausch und ich kann jetzt nicht erkennen... Außer bei Alkohol oder wie? Ja, Moment, es gibt auch bei Alkohol kein Recht auf Rausch. Also ich habe ja nicht dadurch, dass ich erkläre, dass ich gegen Drogenfreigabe bin, habe ich ja nicht gesagt, dass ich den Rausch von Alkohol oder Nikotin befürworte. Auch das lehne ich ab. Ich habe selber derzeit, wo ich das mitentscheiden konnte, das Programm Volles Out hier in der Stadt sehr stark unterstützt. Wir haben es auch politisch nach vorne gebracht. Ich will jetzt nicht darüber reden, den Alkohol auch zu verbieten. Ich habe für mich ganz persönlich an der Stelle den Glauben, dass oder auch die Meinung, dass Alkohol vielleicht eine Droge ist, die in unserer Kultur akzeptierter ist, als das zum Beispiel Cannabis, Heroin oder Kokain sind. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man sicherlich in der Diskussion hier ein Stück weit nochmal unterscheiden sollte. Wenn wir über Drogenfreigabe reden, reden wir dann über Freigabe aller Drogen? Wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich alle Drogen freigeben? Ja gut, Sie möchten das, aber möchte das die Gesellschaft?
Also am Ende ist es dann auch eine demokratische Entscheidung. Meine Meinung kennen Sie. Ich würde als Politiker, jetzt sitze ich nicht im Bundestag und dort wird es auch entschieden werden müssen. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir in einem völkerrechtlichen Akt aus einem UN-Abkommen aussteigen müssten. Und dann reden wir nur für Deutschland. Wir reden auch dann sicherlich über Gefahren, dass dann Länder, die nicht aussteigen, hier nach Deutschland hinkommen und es zu einem zusätzlichen Drogentourismus kommen wird. Es wird sicherlich dazu kommen, dass wir erhebliche Gefahren, Gefährdungen für junge Menschen haben, dass wir erhebliches zusätzliches an Beratungspotenzial brauchen, auch wenn Alkohol in oder beziehungsweise Drogen in staatlichen Läden verkauft wird. Wenn Sie nach Skandinavien hingehen, da ist es nicht so, dass es dort keine Alkoholprobleme gibt, obwohl sie Alkohol nur offiziell in Alkoholgeschäften bekommen. Da gibt es auch das Problem von Schwarzbrennen und. Also sie werden nicht mit einer Drogenlegalisierung alle Probleme wegwischen und anschließend eine Gesellschaft haben, wo man über Drogen reden kann, darüber reden kann, wie ich einen Drogenrausch verhindern kann. Und ich möchte Ihnen vielleicht an dieser Stelle auch für Frau Ganser eine Aussage von Herrn Gabrecht. Das ist ein Kollege von mir aus dem Landtag, der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Er spricht nicht über Alkohol, er spricht über Nikotin an dieser Stelle. Es geht somit darum, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den Einstieg in den Konsum von Tabak verhindern, den Ausstieg erleichtern und vor Passivrauch schützen. Also ich glaube, dass dahinter verbirgt sich eine Meinung, die überhaupt nicht zu einer Grundhaltung passt, Drogen zusätzlich freizugeben. Und ich glaube, das passt auch nicht in unsere Gesellschaft, die wir darüber reden, wie wir Probleme, die sich aus den legalen Drogen ergeben, wie wir diese Probleme zurückdrehen können, wie wir verhindern können, dass junge Menschen Koma saufen, dass junge Menschen sich zu sehr dem Nikotingenuss hingeben. All diese Dinge diskutieren wir in unserer Gesellschaft und dann soll es ein richtiger Weg sein, zusätzliche Drogen freizugeben. Meine Frage war, wie Sie unter einer Prohibition einen sinnvollen Jugendschutz und eine sinnvolle Aufklärungsarbeit machen wollen und auch vielleicht Leute, die Probleme haben, überhaupt denen das ermöglichen, dass sie sich vielleicht an eine Stelle wenden, weil sie unter einer Prohibition dieses Tabu haben. Es gibt zum Beispiel auch in unserer Stadt Drogenberatungsstellen. Inro ist dafür eine gute Stelle. Es gibt eine städtische Drogenberatung und wenn Sie sich über Drogen informieren wollen, können Sie da hingehen. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob diese Droge nun erlaubt oder verboten ist. Das ist doch der falsche Ansprechpartner. Ich frage mich erstmal, wer unsere Gesellschaft überhaupt dahin gemacht hat, dass unsere Gesellschaft heutzutage Drogen nimmt. Da gebe ich Frau Ganser auch absolut recht. Es ist festzustellen, bei dieser Leistungsdichte, die wir heutzutage irgendwo haben, in vielen Firmen, wir wissen ja, dass wir Exportweltmeister sind und der Leistungsdruck ist so hoch, dass versteckte Drogen auch in Firmen, in vielen Arbeitnehmerschaften auch genommen wird und das Alkoholproblem spiegelt sich in vielen Firmen wieder. Sämtliche Betriebsräte oder Personalräte sind auch, angeraten worden, nicht unsere Mitglieder, unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer unter Druck zu setzen, sondern freiwillige Suchtvereinbarungen zu machen, dass sie grundsätzlich freiwillig immer hinaussteigen können irgendwo. Und mein Wunsch wäre es, der Wunsch an die Politik, es fängt schon im Jugendalter an, egal ob wir in unser Bildungssystem gucken, Bachelor, Master gucken, unter was für Druck junge Leute heutzutage stehen. Und es ist nicht verwunderlich, dass in vielen Klischees heutzutage auch Menschen Drogen nehmen. Ja, hallo Florian Hunert. Ich habe eigentlich drei ganz klare Argumente. Einmal ist es ein neurowissenschaftliches. Im Grunde genommen ist es so, dass jeder Mensch sich seine eigenen Rauschcocktails in seinem Leben braut. Das heißt, der Marathonläufer hat
stößt Adrenalin aus oder Endorphine oder sonst was. Der andere raucht, der andere trinkt morgens seinen Kaffee. Das heißt also, diese Diskussion muss erstmal unterschieden werden zwischen Substanzen und überhaupt der Sucht oder dem Rausch, der nämlich nicht durch die Substanzen hervorgerufen wird, sondern auch durch unsere neurowissenschaftlichen Erkenntnisse mittlerweile bewiesen ist, dass eben in unserem Gehirn spezielle Substanzen eigentlich schon vorhanden sind und die Substanzen nur meist Botenstoffe sind. Das ist das eine Argument, was, finde ich, sehr wichtig ist. Das zweite ist ein politisches, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, und da frage ich auch wieder Sie, die Regulierung von solchen gefährlichen Substanzen, wie Sie es ja auch zugeben, sollte die in der Hand von irgendwelchen Drogenbossen in Mexiko, von irgendwelchen Drogendealern sein? Warum soll der Bürger nicht ein Recht auf Verbraucherschutz auch von solchen Substanzen haben? Das ist das Politische, und da frage ich Sie konkret auch die CDU, die ja gerade eigentlich dafür zustimmen müsste. Also Sie sagen ja gefährliche Substanzen. Warum sollen die von den Leuten kontrolliert werden, die nicht kontrollierbar sind? Das ist das eine. Und das dritte Argument ist ein ökonomisches. Warum zum Teufel werden wir 500 Milliarden Euro, die jedes Jahr auf dieser Erde dafür aufgenommen werden, verdient werden? Wieso machen wir damit nicht vernünftige Entwicklungshilfe? Es gibt von dem Gary Becker wunderbare Modelle, dass wir damit Entwicklungshilfe machen können. 25 Jahre lang können wir von den Bauern in Afghanistan das Opium abkaufen und das hier unseren kranken Menschen sozusagen als Opiate zur Verfügung stellen. Also ich verstehe das nicht, dass die Diskussion immer wieder in die Richtung, also dass diese drei Argumente, das Ökonomische, das Neurowissenschaftliche und das Politische, und da denke ich, braucht man gar nicht mehr drüber diskutieren, die Argumente sind eigentlich vollkommen klar. Vielen Dank. Und zwar, was soll als nächstes kommen? Okay, eine noch. Ich kann anfangen. Also ich glaube erstmal, dass Herr Rickfelder in einer sehr schwierigen Situation ist, und ich möchte ihn mal ein bisschen zur Seite treten. Auch argumentativ. Hier hat niemand behauptet, dass der Umgang mit Drogen unproblematisch ist. Einige der Argumente sind genannt worden. Alle diese Substanzen haben psychotrophe Wirkungen, das heißt, sie beinhalten Sucht- und Abhängigkeitspotenzial. Das, was wir hier vertreten, sozusagen als Mehrheit auf dem Podium, ist, dass angesichts dieser Problemanalyse eine Kriminalisierung dysfunktional ist, um bestimmte Ziele zu erreichen. Denn sie verhindert den Zugang zu diesem Problem, wie man es eigentlich angehen müsste, nämlich mit Beratung, Prävention, Hilfe, Lebenshilfe im Einzelfall. Auch da kann ich Ihnen, da ich ein Anhänger bin von evidenzbasierten Umgang mit Problemen, eine Zahl nennen. Es ist in der Bundesrepublik Deutschland erhoben worden von Medizinwissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen für das Jahr 2006, dass der Aufwand, den wir betreiben in der Bundesrepublik, jährlich bei 6 Milliarden Euro liegt. Von diesen 6 Milliarden gehen 4 Milliarden in die Repression. Das heißt, für die Finanzierung der Polizei, für die Finanzierung der Gerichte und für die Finanzierung des Strafvollzuges. 2/3 der Aufwendungen in die Repression und 1/3, also knapp 2 Millionen, in den Bereich Beratung, gesundheitlicher Reparaturbetrieb, Therapie. Das ist für mich ein völliges Missverhältnis. Es müsste genau anders sein. Sage ich dann noch was zu der Kernkompetenz eines Polizeipräsidenten, was die Kriminalisierung von Drogen angeht. Die Folgen sind ganz klar. Erstens, die Bildung krimineller Kartelle auf der Angebotsseite. Das ist die erste Folge. Wir wissen, dass seit der Alkoholprohibition in den USA in den 30er Jahren, wie das läuft. 500 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr für die organisierte Kriminalität. Und die Gewinnspanne liegt bei rund 80%, weil nur 20% Anbaukosten, Transport- und Distributionskosten sind. Der zweite Punkt ist eine Teilverelendung der Konsumenten. Das heißt, durch die Kriminalisierung wird ihnen jegliche Chance genommen auf ein selbstbestimmtes Leben. Wir machen das in erster Linie an Crack-Konsumenten und Heroin-Konsumenten fest. Auch die brauchen Hilfe. Es nützt nichts, wenn man sie in Gefängnisse einsperrt. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Ein Randproblem dieser ganzen Geschichte ist, dass ein Großteil dieser Abhängigen die Finanzierung des Drogenkonsums nicht mit legalen Mitteln hinkriegt, sondern wir haben ein Folgeproblem im Bereich der Beschaffungskriminalität. Wir gehen als Polizei davon aus, dass 2/3 aller Kfz-Aufbrüche und 2/3 aller Wohnungseinbrüche Beschaffungskriminalität sind. Auch das könnten wir durch eine Entkriminalisierung sicherlich sehr viel besser regeln. Herr Schneider hat schon gesagt, die Gefängnisse sind voll mit Drogenabhängigen. In den USA 60% aller Gefängnisinsassen. Die USA haben die höchste Gefängnisinsassenquote bezogen auf die Bevölkerung, haben etwas mit Drogen zu tun. Wir stopfen die Gefängnisse voll mit Leuten, denen einfach gesundheitlich geholfen werden müsste. Und der vierte Punkt ist, das wissen wir auch, dass durch den illegalen Konsum, durch den Spritzengebrauch, der illegale Drogenkonsum einer der Hauptträger für HIV-Ausbreitung war, vielleicht aktuell nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland, aber in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern spielt also auch dieses gesundheitliche Folgerisiko eine erhebliche Rolle. Das sind vier Punkte, die sozusagen auf der Negativseite der Kriminalisierung stehen. Auf der Positivseite könnte man vielleicht sagen, es hat eine abschreckende Wirkung, bei einigen Drogen zu benutzen, aber auch dafür gibt es leider überhaupt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich mache es ganz kurz, Herr Wittfelder, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Wichtig ist, denke ich, auch nochmal darauf hinzuweisen, Bianca, du hast ja gerade nochmal gesagt, die Infizierungsrate mit Hepatitis C bei drogenabhängigen Menschen ist äußerst hoch, und zwar bis zu 70%. Und in den Knästen können Sie sich vorstellen, wenn keine Spritzen vorhanden sind, dann die machen alles, da werden Kulis angefeilt und so weiter, um sich dann irgendwie das Heroin oder was auch immer, was in den Knästen ja auch vorhanden ist, erstaunlicherweise, es darf ja eigentlich nichts geben, aber es ist auch in den Justizvollzugsanstalten alles da, was zum Konsum notwendig ist. Und die Gefahr eben, sich mit Hepatitis C zu infizieren, ist ja riesig groß. Nicht nur in den Gefängnissen, auch bitte. Wir reden ja die ganze Zeit über die Betroffenen. Was sagen eigentlich die Betroffenen zu den Legalisierungsplänen? Das würde ich gerne wissen. Sie haben jeden Tag mit Betroffenen zu tun. Ja, was sagen die Betroffenen? Die sind, also viele wollen natürlich gerne ihr Heroin haben unter hygienisch kontrollierten Bedingungen, aber die Diskussion der Heroinvergabe ist ja noch offen. Es gibt keine Rechtsverordnung, obwohl es ja auch umgesetzt werden soll. Der Bundesrat hat ja zugestimmt und alles. Es fehlt eine Rechtsverordnung des Landes. Das ist genauso wie bei den Drogenkonsumräumen. Es muss in eine Rechtsverordnung erlassen werden. Dann müssen entsprechende Abgabenstellen eingerichtet werden. Hier in Münster ist es so, dass sich die Kliniken, die FRM-Kliniken, sich dafür bereit erklärt haben, das zu machen. Aber es ist bis jetzt noch nicht umgesetzt. Und unsere Konsumenten, ich will nicht sagen, dass sie jeden Tag fragen, aber fragen sehr häufig, wann kriegen wir denn unser reines Heroin? Ja, also muss ich es ja auch immer vertrösten, das dauert seine Zeit. Aber was ich noch mal kurz sagen wollte, runterzubrechen, Herr Rickfelder, Sie haben vorhin von voll ist out gesprochen, beim Alkoholkonsum. Die Leute sollen lernen, vor allen Dingen im Karneval und so, wo also sehr viel Flatrate-Saufen und Komasaufen praktiziert wird, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen. Es ist nicht abstinenzorientiert, sehe ich doch richtig, ne? Also voll ist out heißt, und so habe ich die Kampagne verstanden, es soll ein selbstverantwortlicher Umgang mit Alkohol praktiziert werden, in kein Komasaufen praktiziert werden. Wenn wir das jetzt runterbrechen, es gibt ja keine Cannabisprävention in diesem Sinne, wenn wir das jetzt runterbrechen, und wir in einer normalisierenden Situation wären, wo das möglich wäre, eine Cannabisprävention einzubauen, könnte man sagen, total breit ist out. Dann könnte man Regeln des Konsums verwirren, dann können wir Gespräche führen, genauso wie das im Bereich von Alkohol praktiziert wird. Und beides, Alkohol wie Cannabiskonsum, kann negative Folgen haben für den Betroffenen.
Das ist klar und da brauchen wir auch gar nicht drüber wegzudiskutieren. Es ist eine psychoaktiv wirksame Substanz, die auch missbräuchlich verwendet werden kann. Aber Sie, um das nochmal zu sagen, das Strafrecht ist ja genau der falsche Weg. Ja, ich wiederhole mich sicherlich an dieser Stelle und ich will mich mal bemühen, auf eine Frage, die von dort drüben kam, kurz noch einzugehen. Und zuvor möchte ich aber gerne, Herr Wimmer, ich finde es ein bisschen unfair, wenn auf der einen Seite in der Diskussion von Ihnen gesagt wird, also die Probleme in Deutschland, was HIV oder sowas anbelangt, das reduziert sich aber im Ausland. Also wir können das an dieser Stelle nicht überall vermischen. Also wir können, wenn überhaupt, aus Ihrer Sicht heraus hier über eine Drogenfreigabe in Deutschland reden. Ich kann dann aber nicht mehr als Argument hergehen und sagen, in Deutschland ist es ein großes Problem, dass ich mich über dreckige Spritzen und mit HIV anstecke, das ist hier ein großes Problem. Das mag in anderen Ländern ein Problem sein, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ein solches Argument kann ich dann aber schlecht für eine Drogenfreigabe hier in Deutschland gebrauchen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn Sie sagen, naja, das hat er so gesagt, Frau Ganser, Sie können sich ja gleich gerne äußern und dann was dazu sagen. Sie hatten gesagt, das Problem der Herkunftsländer, wo Drogen, Afghanistan, Südamerika angebaut wird. Also ich weiß nicht, ob man diese Probleme damit bekämpfen soll, dass man hier in Westeuropa, in Amerika Drogen freigibt. Wäre es nicht vielleicht genauso gut eine Alternative, über Entwicklungshilfe den Menschen dort vor Ort Möglichkeiten geben, zu geben, ihr Leben genauso mit Verdienst auszustatten, Verdienstmöglichkeiten zu haben, wo sie eben nicht Drogen anbauen müssen, wo sie andere Nahrungsmittel anbauen, Stichwort Hunger in dieser Welt, Stichwort Energieversorgung, Bioenergie. Wir erleben doch gerade hier bei uns Monokulturen aufgrund von verstärktem Anbau von Mais für Bioenergieanlagen. Also dass ich an dieser Stelle nicht darüber nachdenke, hier Drogen freizugeben, sondern vielleicht dort vor Ort die Leute davon zu überzeugen, andere Dinge anzubauen, also eben kein Schlafmohn zum Beispiel, sondern Lebensmittel, Getreide anzubauen, um eben an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass man selber sich auskömmlich ernähren kann, dass man vielleicht sogar noch andere Länder mit Nahrungsmitteln ausstatten kann. Ich glaube, das wäre viel, viel wichtiger und ein viel besseres Ziel, worum es sich zu kämpfen lohnte. Dankeschön. Ich sehe viele Hände. Wir gehen zurück ins Publikum. Wir wollen aber die Reihenfolge einhalten. Das wird schwierig, aber ist nicht unmöglich. Sie haben das Mikrofon und danach sind Sie dran. Und dann geht es hier hinter zu dem Herrn wieder. Herr Rickfeller, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, das Erste, was mir dazu einfällt, woher nehmen wir das Recht? Ich meine, Leitkultur gibt es, können wir vielleicht in Deutschland noch gerade als Begriff einführen, aber woher nehmen wir als Europäer das Recht, Afghanen vorzuschreiben, was für Kulturpflanzen die in ihrem Land anbauen? Weil das sind Kulturpflanzen. Opium spielt zum Beispiel in der afghanischen Kultur eine Rolle. Warum sollten wir denen vorschreiben, dass die das nicht mehr dürfen? Aber auf die Frage müssen wir gar nicht antworten. Was mich viel mehr interessiert, um mal Ihrer Idee der Prohibition zu folgen. Jetzt ist die Prohibition eine Zeit lang in Kraft und hat alles eigentlich verschlimmert, wenn man sich die Statistiken anguckt. Und wenn wir jetzt in der Richtung weitergehen wollen, jetzt ist ja klar, dass es immer noch nicht gut ist. Wir müssten also noch eins drauflegen. Was machen wir jetzt als Nächstes? Aus Österreich habe ich gesehen, die gehen jetzt hin, nicht nur einzelne Stoffe ins BTMG zu packen, sondern ganze Stoffgruppen. Meine Beobachtung ist, dass durch diese Maßnahmen eigentlich überhaupt erst eine Eskalation gekommen ist, die es vorher gar nicht gab. So Stoffe wie Crystal Meth sind erst durch die Prohibition entstanden. Wir haben gerade im Osten von Europa ein ganz krasses Problem mit Krokodil. Das kann man eigentlich schon gar nicht mehr als Droge bezeichnen, als Rauschgift. Das ist wirklich nur noch ein Gift, weil das Zeug ist so giftig, wenn sie das ein, zweimal benutzt haben, sind sie körperlich ruiniert. Also die Leute verwandeln sich kurz nach dem ersten Konsum in absolute Zombies. Das sind alles Sachen, die wir durch die Prohibition haben. Ich frage mich, was soll als nächste Eskalationsstufe kommen? Wollen wir das wie in China machen, dass wir Menschen, die Drogen nehmen, exekutieren? Oder wie sollen wir der Sache Einhalt gebieten? Weil die Prohibition ist ja irgendwie nur verschärft. Hallo. Oh, mein Gott, hat sich schon ewig gemeldet. Wirklich. Meine Fernseher.
Ich möchte mich zunächst mal feststellen, dass es hier auch eine schweigende Mehrheit gibt, die, von denen ich den Eindruck habe, dass sie ihren Ausführungen diejenigen, die hier den freien Konsum befürworten, nicht unterstützt wird. Also ich gehöre auch dazu. Ich bin der Meinung, dass man das, was Sie hier praktizieren, dass Sie also Nikotinsucht, Alkoholsucht mit der Sucht nach Drogen gleichstellen. Ich bin selber Mutter eines Sohnes, der in dieser Drogenschiene leider geraten ist und hat also allergrößter Mühe gegeben, ihn auch ohne staatliche Hilfe wieder auf den Weg zu bringen. Ist vorangegangen war, aber völliger Leistungsabfall in der Schule, das bis zum Schulverweis geführt hat. Und wenn ich mir vorstelle, dass das also möglicherweise jetzt auch die Regel sein soll, Cannabis hat ja doch, meine ich, werden mir vielleicht auch Fachleute zustimmen, im Ergebnis eine ganz andere psychische Wirkung als der Missbrauch von Alkohol in Form von Komasaufen. Das sind meistens einmalige Situationen, die dann auch nicht in regelmäßiger Weise wiederkehren wie der Cannabismissbrauch. Das ist das eine. Und das andere ist, Herr Wimmer, ich kann Ihnen da nicht zustimmen, dass Sie sagen, dass dann die Beschaffungskriminalität zurückgeht. Denn natürlich wird es jetzt Cannabis nicht auf Krankenschein geben, sondern der Cannabis muss ja auch beschafft werden. Und Sie werden diese Beschaffungsmentalität, die werden Sie juristisch nicht in den Griff bekommen. Sie werden weiter die Verfahren haben wegen Einbrüchen, wegen Diebstählen, wegen Raubüberfall, um sich das Geld für die dann freigegebenen Drogen zu beschaffen. Also diese Form von Kriminalität oder Kriminalstruktur, die Sie hier aufstellen, kann ich so nicht sehen. Ich sehe auch das, was im Knast sitzt, das sind diejenigen, nämlich die handeln mit den Drogen. Es wäre mir neu, dass allein der Gebrauch von Cannabis hinter schwedische Gitter führt. Das sieht, so viel ich weiß, ich bin Juristin, unsere Rechtsordnung nicht vor. Sie sieht aber vor, dass diejenigen, die mit dieses Zeug auf illegalen Weg beschaffen, im Gefängnis landen und das auch zurecht. Aber er hat sich schon mal mitgenommen. Also erstmal ganz kurz, Paragraph 29 BTMG, wer eine illegale Substanz besitzt, wird mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. Und ein nicht kleiner Teil der Leute, die im Gefängnis sitzen ausschließlich wegen Besitzdelikten. Oder, um mal nochmal einen Fall zu bringen, ein junger Mann baut bei sich zu Hause 7 Pflanzen an, um sich selbst zu versorgen, nicht dem Schwarzmarkt das Geld in den Rachen zu werfen. Er hat dann auch noch ein Taschenmesser zu Hause mit erwischt und das Ganze wird dann mit den Paragraphen Betäubungsmittelgesetz, die uns mal verkauft wurden, damit soll man Al Capone jagen, verknackt zu 5 Jahren Haft, weil nicht geringe Menge von einem Betäubungsmittel zusammen mit einer Waffe, einem Taschenmesser, 5 Jahre Haft, wo da der Nutzen sein soll, verstehe ich nicht so ganz. Und deswegen auch meine Frage an Herrn Rickfelder. Bei der Anhörung im Bundestag zu Cannabis gab es jetzt, die Linken haben ihre Leute eingeladen, die CDU hat ihre Leute eingeladen. Wer da vielleicht ein bisschen in der Mitte sitzt, war vielleicht Raphael Gassmann von der Deutschen Hauptschule für Suchtfragen. Und er hat meiner Ansicht nach eine sehr richtige Frage in den Raum geworfen. Dass Cannabis auch schädlich sein kann, vollkommen unbestritten. Dass 13-Jährige, wenn sie kiffen, dass das Probleme machen kann, vollkommen unbestritten. Aber der Vorschlag, den die Linke gebracht hat, diese Cannabis Social Clubs einzurichten, ist ein Vorschlag, um Leuten, die 18 Jahre alt oder älter sind, eine Möglichkeit zu geben, sich legal zu versorgen. Und wenn das Verbot nur Nachteile bringt und keine Vorteile, warum ermöglichen wir es dann nicht den 18-Jährigen und Älteren, da legal ihr Cannabis zu besorgen? Und für alles andere gibt es Jugendschutzmaßnahmen. Also deswegen frage ich Sie, welchen Nutzen hat es, dass wir in Deutschland keine Cannabis-Fachgeschäfte haben oder Cannabis-solche Clubs? Wozu? Eine Frage noch, dann gehen wir wieder zurück in die Runde, ja? Ja, also ich möchte eine Frage auch an Josef Rickfelder stellen, weil ich
Josef, dich ja kenne aus langen Jahren gemeinsamer politischer Arbeit. Und ich achte das hoch, dass du, das hast du ja gerade vorhin auf dem Podium auch gesagt, dass du dich sehr wohl kümmerst um die Belange von Jugendlichen, von auch jugendlichen Problemsituationen oder jungen Erwachsenen. Das finde ich alles richtig, was du gesagt hast. Womit ich nicht klarkomme, und das ist jetzt auch eine sehr persönliche Frage an dich, ja, dass du auf der einen Seite diesen Alkoholkonsum oder Nikotinkonsum letztlich nicht mit den gleichen Mitteln bekämpfen willst, mit denen du, wo du sagst, ne, Droge ist zu bekämpfen, du bei Cannabis der Meinung bist, es müsste da so bekämpft werden. Ich glaube einfach, dass du da, ich weiß nicht warum, aber einen Fehlschluss aufsitzt und mich wundert, wie das zustande kommt. Du bist ehemaliger Polizeibeamter, du weißt, dass in den Gefängnissen Drogen konsumiert werden ohne Ende. Ich frage mich, wo besser könnte man eigentlich mit allgemeinem Menschenverstand davon ausgehen, dass die Prohibition besser gelingt als in Gefängnissen. Aber da, selbst dafür funktioniert sie ja nicht. Also von daher, ich kriege das nicht mit übereinander. Und ganz gerne hätte ich an dieser Stelle doch nochmal von Bianca Ganser gewusst, wie denn die SPD-Haltung zu dieser Thematik ist. Also nicht deine konkret, die kenne ich, sondern schon auch so eine politische Frage. Hier vorne sitzen ja auch die politischen Parteien und da hätte ich dann auch nochmal so eine Einschätzung gewusst, wie das bei dir in der Partei bewertet wird. Ne? Ja, lieber Kalle, ich fange mal bei der Beantwortung der Fragen gleich mit der letzten, also mit deiner an und will versuchen, das zu beantworten. Das ist natürlich meine Meinung und dass das nicht hier auf mehrheitliche Resonanz tritt, davon bin ich dann eigentlich auch überzeugt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, Alkohol und Nikotin sind Kulturdrogen. Wir oder die Gesellschaft insgesamt hat es über Jahrhunderte gelernt, mit dieser Droge umzugehen. Und deswegen ist das ein etwas anderes Problem, was man nicht so ohne weiteres mit den Drogen, über die wir jetzt heute in erster Linie reden, vergleichen kann. Und ich glaube, ganz am Ende ist es nicht die richtige Entscheidung zu sagen, ich gebe zusätzlich weitere Drogen frei. Das ist so ein bisschen, Entschuldigung, ich will damit niemanden angreifen, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, der eine hat sein Schüppchen, jetzt will ich mein Schüppchen aber auch haben. Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg und der richtige Ansatz ist, an dieser Stelle zu diskutieren. Eine weitere Frage war, oder eine Unterstellung, vielleicht war sie nicht vorwurfsvoll gemeint, Afghanen vorzuschreiben, was sie anbauen. Ich habe nicht gesagt, ich will es ihnen vorschreiben, ich habe gesagt, man muss vielleicht über Lösungswege nachdenken, sie davon zu überzeugen und insofern sehe ich das eher als Prävention an und das hat dann am Ende sicherlich auch was damit zu tun, was bekommen die Menschen, die Bauern für ihre Lebensmittel. Ich glaube, wenn ich den Mais doppelt so stark, also den Zentner Mais doppelt so stark bezahle wie den Zentner Mohn, dann habe ich da sehr schnell kaum noch Mohn stehen, sondern die Bauern werden anderes Getreide anbauen, wo sie eben das doppelte Einkommen erzielen können. Ich glaube, da muss ich nichts vorschreiben, das kann man sicherlich auch anders sehen. An der Grundhaltung, dass Prohibition alles verschlimmert hat, ich habe das ganz zu Anfang gesagt, es gibt Statistiken, nach denen die Drogenproblematik hier in Nordrhein-Westfalen zurückgeht. Das habe ich zu Anfang gesagt, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal näher erläutern. Ich wurde dann, es wurde gefragt zu dieser Droge Krokodil, ich kenne sie sicherlich aus der Zeitung, aber auch nicht näher. Nur auch da wieder, natürlich gibt es diese gefährliche Droge und ich glaube auch Crack oder andere Drogen sind ähnlich wirklich gefährlich, auch aus ihrer Sicht an der Stelle, aber auch da den Schluss dann zu ziehen, dann lass uns doch andere Drogen freigeben, damit diese Droge nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein Schluss, den man so nicht treffen kann. Und ich glaube,
wenn wir in dieser Gesellschaft leben, dann dürfen wir uns der Illusion doch nicht hingehen, dass wenn die Drogen, um die es geht, Heroin, Kokain, Haschisch, Marihuana, wenn das freigegeben wird, dass es dann die Kriminellen, die in diesem Bereich viel Geld verdienen, dass sie sich dann zurücklehnen und sagen, oh, jetzt haben wir Pech gehabt. Die werden schon irgendwo etwas daran tun, dass sie Wege und Mittel finden, in ihre Verdienstsituation wieder hineinzubekommen. Und ich glaube, auch Holland ist an dieser Stelle das Beispiel. Die Coffeeshops haben nicht dafür Sorge getragen, dass es keine Drogenkriminalität mehr gibt. Holen Sie sich gerne an dieser Stelle auch holländische Polizeibeamte, die werden Ihnen das erklären und auch begründen. Zu den 5 Jahren Haft, ich kenne das nicht, so wie Sie es geschildert haben, erscheint es mir ein bisschen unglaubwürdig, vielleicht können wir nach der Veranstaltung darüber nochmal sprechen. Das würde mich tatsächlich interessieren, nur wegen Anbau von einigen Pflanzen und ein Messer im Haus, hätte das Küchenmesser wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt, kann ich mir das so nicht vorstellen. Insbesondere nicht mal bei einem Ersttäter, da habe ich eigentlich andere Erlebnisse gehabt. Der weitere Punkt war zu dem Antrag der Linken, Erwachsenen erlaubt, Jugendliche bleiben dann außen vor. Also das ist so ein bisschen, wie ich es eben schon mal begründet habe. Wenn Sie den Erwachsenen glauben, ja, dann haben Sie als Erwachsene das Recht. Aber auch hier Herr Dr. Schneider hat eben von jugendlichen Problemen gesprochen. Was ist denn da mit den Jugendlichen? Da kommt doch als nächstes von Ihnen die Forderung, ja, dann müssen die Coffeeshops eben auch für 16- und 14-Jährige geöffnet werden. Also das ist für mich an der Stelle eben nicht die Lösung und deswegen bin ich nach wie vor und vehement gegen Drogenfreigabe. Das Thema Alkohol war hier noch. Ich weiß, dass die CDU eine konsequente Antidrogenpolitik macht und ich weiß, dass sie auch in manchen Städten gegen das Trinken in der Öffentlichkeit sind und das verbieten wollen. Ist richtig? Ja, das ist richtig, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Die CDU-Fraktion im Landtag NRW hat einen vergleichbaren Gesetzentwurf wie die CDU-Fraktion im Landtag in Baden-Württemberg eingebracht. Da geht es um das Komasaufen, da geht es aus meiner Sicht eher um Ordnungsprobleme. Hier in Münster zum Beispiel im Kuhviertel, im letzten Sommer gab es dort nach meinem Kenntnisstand relativ wenig Probleme, im Sommer davor erhebliche Probleme. Diese Probleme gibt es in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen, in Aachen, in Köln, in Dortmund und. Und da hat die CDU-Fraktion eine Ergänzung des Ordnungsbehördengesetzes eingebracht, um den Kommunen ein Werkzeug an die Hand zu geben, zeitlich, räumlich begrenzte Alkoholverbote auszusprechen. Da geht es nicht darum, dass flächendeckend Alkoholverbote erlassen werden sollen, sondern es geht halt einfach darum, dass Kommunen dort, wo sie solche Problemlagen sehen, wo sie erheblich auch unter dem Druck der Anwohner stehen. Ich will da jetzt nicht ins letzte Detail gehen. Urinieren in Hausecken ist das Wenigste oder auch in Hauseingangsecken ist das Wenigste, was dort zu benennen wäre. Und dort sind wir auch nach Aufforderung aus vielen kommunalpolitischen Bereichen zu der Meinung gekommen, dass wir dort diese Gesetzesergänzung vorschlagen. Die Anhörung, die es gegeben hat, war aus meiner Wahrnehmung heraus halbe. Es waren einige Theoretiker da, die sich vehement dagegen ausgesprochen haben, die auch uns versucht haben darzustellen, das sei kein angemessenes Instrument. Praktiker, die dort waren, waren gegenteiliger, anderer Meinung, wie das jetzt mit dem Gesetzentwurf weitergeht, werden die kommenden Beratungen sagen, aber ich glaube, das hat jetzt hier im weitesten mit der Diskussion nicht so sehr viel zu tun. So würde ich das wenigstens sagen. Ja, ich bin angesprochen worden zur SPD-Position. Die SPD-Position ist, dass wir eine realistische Drogenpolitik mit Augenmaß wollen. Dass wir wissen, dass Repression die Inanspruchnahme von Hilfeangeboten erschwert. Das ist vorhin angesprochen worden, das ist seit langer Zeit bekannt. Und die kontrollierte Abgabe von Heroin
dass das der nächste Schritt ist, der lange, lange eigentlich überfällig ist und kommen musste. Das war jedem klar, der, wie damals unter Rot-Grün ja auch hier in Münster, der Druckraum eingerichtet worden ist. Das war doch klar, dass die Diskussion darum dann auch weitergeführt werden muss. Wann kommt die kontrollierte Abgabe? Auch dazu habe ich vorhin etwas gesagt. Die Nichtverfolgung von Kleinstmengen ebenso. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eine ganz andere Diskussion. Das ist die Diskussion um die Verfügbarkeit von Drogen und eine Diskussion, die hier heute Abend kaum angesprochen wird. Das ist die Frage, was ist Genuss und was ist Sucht? Und da wünsche ich mir auch eine etwas differenziertere Diskussion. Nicht alles, was Genuss ist, ist sofort auch Sucht. Aber ich glaube, die Frage des Umgangs mit Alkohol ist eine der zentralen Fragen, weil Alkohol die Einstiegsdroge Nummer eins ist. Das ist nicht Cannabis, das ist Alkohol. Und das muss jedem, der hier oben sitzt, eigentlich klar sein, der hier mitdiskutieren will. Denn mit der Einstiegsdroge Alkohol, mit Komasaufen und allem, was damit zusammenhängt, was in Familien gelehrt wird über den Konsum von Alkohol, wie Alkohol genommen wird, zu welchen Tages- und Nachtzeiten, morgens schon Cognac am Kühlschrank oder sonst irgendwo, damit wachsen Kinder auf. Und das ist eine ganz andere Diskussion, die sich darum ranken würde. Und dann ist auch die Frage, kann Alkohol so verfügbar bleiben, wie es das im Moment ist? Ich möchte nicht auf die Diskussion um öffentliche Plätze und Platzverbote jetzt eingehen. Aber die Diskussion, finde ich, ist überfällig. Insgesamt zur Diskussion wird sich übrigens auch Christoph Stresser in den nächsten Tagen äußern, wenn er zu Besuch ist beim Polizeipräsidenten. Ja, ich freue mich schon auf den Besuch. Ich möchte noch auf zwei Sachen eingehen, weil Sie mich direkt angesprochen haben, Frau Dosen-Nackhaus. Es wäre ja schön, wenn wir sagen könnten, der Gesetzgeber hat eine rationale Entscheidung getroffen, das Suchtpotenzial von Alkohol und Nikotin ist relativ gering. Wir haben kulturgeschichtlich einen vernünftigen Umgang mit damit gelernt und die Substanzen des Betäubungsmittelgesetzes sind des Teufels oder wesentlich gefährlicher. Dafür gibt es nun leider überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das so ist. Wir haben sicherlich in unserer Gesellschaft eine zum Teil bedenkliche Kultur des Umgangs mit dem Alkohol. Bei bis zu 3 Millionen Alkoholabhängigen ist das, glaube ich, das eigentliche Suchtproblem in der Gesellschaft und nicht Cannabis oder die Stoffe, die ansonsten dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Nun wird sicherlich nicht der Erstkonsument von Cannabis im Gefängnis landen. Aber ich sage das mal aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Wir registrieren jährlich, das sind die Zahlen aus 2010, ungefähr 230.000 registrierte Delikte in diesem Bereich. Es gibt so eine Faustformel. 2 Drittel dieser Delikte haben mit Cannabis zu tun und 2 Drittel dieser Cannabis-Delikte haben mit Konsumentendelikten zu tun. Das ist also die Strafverfolgungspraxis, wie sie sich im Moment in der Realität darstellt. Und Sie wissen auch, das ist gesagt worden, nach dem Betäubungsmittelgesetz sind alle Umgangsformen bis auf den Eigenkonsum selbst strafbare Bestandteile, nur die Staatsanwaltschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen das Verfahren einstellen. Wie wäre es denn, wenn sozusagen der Drogenmarkt legalisiert wäre? Es hat in den letzten 8 Jahren einen Modellversuch in 7 deutschen Großstädten gegeben für schwerstabhängige Heroinabhängige, für schwerstabhängige Heroinkonsumenten. Erkenntnisse sind verblüffend. Also sie haben praktisch einen Heroinersatzstoff auf Krankenschein bekommen. Das heißt, dass sie sich im Regelfall psychosozial stabilisiert haben, dass sie einen Ausweg aus der Sucht gefunden haben und dass es natürlich nicht mehr notwendig war, sich im Rahmen der Beschaffungskriminalität das Geld für den illegalen Konsum durch entsprechende kriminelle Handlungen zu besorgen. Das heißt, es gibt ein gelebtes Modell, um Leute aus der Beschaffungskriminalität rauszukriegen. Das ist in 7 deutschen Großstädten über viele Jahre erprobt worden. Das ist wissenschaftlich begleitet worden. Die Ergebnisse können Sie, wenn Sie wollen, nachlesen. Ich wollte erstmal dazu sagen, Nikotin ist ja wohl ein ganz krasses Nervengift. Ja, ich bin Raucher und ich kann das ganz offen und ehrlich sagen, weil ich gehe damit um. Frage ist doch die Unmenschlichkeit, die wir eben bei den Drogendelikten
so an den Tag legen. Und da möchte ich auch nochmal zurückkommen. Wie viele alte Menschen sind depressiv, müssen Psychopharmaka nehmen, sind tablettenabhängig und süchtig und betreiben das nämlich in ihren eigenen vier Wänden, reden mit niemandem drüber. Und wenn wir nun wieder in Jugendlichen oder egal in welche Altersstufe wir zurückgehen, wenn wir uns einen einfachen Grippetee kochen und mal schauen, was drin ist, wir lesen als erstes, enthält Drogen. Ja, da kommen die Kinder nämlich schon mal, die lesen das nämlich dann auch, gerade wenn sie dann im jugendlichen Alter sind. Ja, apropos Drogen, dann geht das weiter, Mama, mit dem Alkohol, das war doch irgendwie so und so. Ja, wieso, darf der Arzt das verschreiben und dann ist es in Ordnung und wenn ich sowas mache, das hat ja alles vorne und hinten keine Logik. Das ist einfach ein unmenschliches System, wir stigmatisieren Abhängige und wir wissen dadurch gar nicht, was für ein fantastisches Potenzial uns da manchmal durch die Lappen geht. Ganz tolle Künstler, hochintelligente Leute gehen uns da echt verloren. Und darüber sollten wir mal nachdenken und vielleicht sollten wir da was verändern. Und nicht permanent, genau, nämlich die Illegalen unterstützen, das ist nämlich auch genau, das Opfer kriegt die Sonderbehandlung. Ne? Und die anderen, die werden ja sowieso nicht gefangen. Die wirklich die Kilos ja rüberbringen, die das tonnenweise, weil sie immun sind, in der Politik stecken, denen man das auch nicht ansieht, weil man hat ja das Geld, da ist das alles Wurst und egal. Nur, wo das eben auffällig wird, wo die Menschen arm sind, genau, wo die Leute langsam kaputt gehen, da müssen wir nochmal draufkloppen und das können wir so nicht weitermachen. Denn wir sind ja mittlerweile wirklich in der Gesellschaft an den Punkt gekommen, Leute, da können wir die Augen noch nicht mehr zumachen. Und es läuft am Gymnasium, es läuft an den Unis und es läuft überall. Und es ist nicht, dass es einen Ort gibt, wo es frei ist und alles super ist. Und da muss doch endlich mal der Punkt gekommen sein, da müssen wir doch mit umgehen. Vielleicht beklauen die uns ja gar nicht, vielleicht sind die ja gar nicht dreckig und eklig und vielleicht sind die ja gar nicht brutal. Vielleicht sind die das ja nur in dem Moment, weil wir sie schon so behandeln. Ich wundere mich ein bisschen über die Position der SPD sozusagen, die hier verdeutlicht wird, weil meines Wissens nach ist doch Programm der SPD, dass weiche Drogen nicht legalisiert werden sollen, also auch Cannabis nicht legalisiert werden soll. Und wenn ich die Debatten erlebe, gerade wenn die zum Beispiel die Linken Anträge im Bundestag stellen und so weiter, dann ist das, was von der SPD dann kommt, alles andere als ein rationaler Umgang damit. Also dann ist absolute Verteufelung angesagt und also die Frage nochmal an die SPD, wie weit sind Sie denn da in der Debatte, parteiintern, und kann man da erwarten, dass da auch mal was, also sich mal was bewegt, vielleicht in die Richtung? Eine Frage noch von dem jungen Mann da hinten. Ja, Abend. Ich hätte eine kurze Anmerkung zu Herrn Rickfelder. Zunächst, in der Eingangsrede haben wir gehört, hier geht es um eine rationale Drogenpolitik. Jetzt haben Sie aber in Ihren Ausführungen, also finde ich, ich weiß nicht, ob es bewusst war, ich hoffe nicht, darauf hingewiesen, dass im Antrag der Linken im Grunde das holländische Modell in Deutschland hätte eingeführt werden sollen. Das ist ja noch nicht so. Es geht in dem Antrag der Linken darum, dass in Deutschland sogenannte Cannabis Social Clubs eingeführt werden, wo der Anbau auch legal sein würde für diese freiwilligen Zusammenschlüsse. Das heißt letzten Endes, das, worauf Sie hingewiesen haben, dass man holländische Polizisten fragen sollte, dass es da ganz fürchterliche Beschaffungskriminalität gibt und so weiter, das ist kein rationales Argument, denn es geht an der Sache vorbei. Das war nicht Gegenstand des Antrags der Linken und ich finde es im Grunde genommen nicht im Geiste dieser Veranstaltung, da so irrational zu argumentieren. Man muss das auseinandernehmen, was die Linken vorgeschlagen haben und nicht sagen, es gibt Beschaffungskriminalität, fragen Sie mal in Holland. Es geht darum, den Anbau zu legalisieren und Örtlichkeit zu schaffen, wo erwachsene Menschen freiwillig als freie Bürger zusammenkommen können. Und das sehe ich nicht lediglich im Geiste des deutschen Grundgesetzes, sondern das ist nicht im Geiste von irgendeiner Kriminalitätsoffensive oder so, wie Sie das hier dargestellt haben. Eine weitere Frage jetzt noch anschließend an Herrn Wimber. Und zwar, Sie haben ausgeführt, dass es massenweise Verschwendung von Geldern gibt in Deutschland. Sie haben aus dem polizeilichen Alltag so ein bisschen berichtet. Ich wundere mich,
dass nicht mehr Leute von der deutschen Polizei, sag ich mal, zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen wie Sie. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass Menschen wie Herr Rickfelder Ihnen öffentlich mit einem Untersuchungsverfahren drohen, dass auf diese Weise also Fachkompetenz, kritische Fachkompetenz in Deutschland im Grunde genommen untergebuttert wird und kein öffentlicher Diskurs stattfinden kann? Dass wir im Grunde genommen eine Monopolisierung des Diskurses von konservativen Politikern haben, die oben drauf hauen und die Polizeikompetenz, die kritisch eingestellt ist, gar nicht erst zulässt. Funktioniert es in Ordnung. Ja, ich muss natürlich Folgendes sagen, ich meine, sicher haben wir die Altstadtkneipen noch zu meinen jungen Jahren in den 50er und 60ern natürlich auch bewegt und wir sind auch sicherlich auch manches Mal besoffen gefahren. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber meine Reisetätigkeiten sind hier im Münsterland bis Ostwestfalen, bis oben ins Emsland rein und im Ruhrgebiet bis Arnheim und Kölner Raum und auch bis in Sauer- und Siegerland gewesen. Und ich habe genügend Fälle kennengelernt, die mit diesen Problemen behaftet sind. Ich kann also für nichts Freigabe. Die Promillegrenze beim Alkohol wird ja nach wie vor auch nicht eingehalten. Deswegen, was hilft das? Ich komme heute noch, weil ich vor 10 Jahren nach Laken rübergezogen bin und habe für den Transrapid gekämpft, der ja nun leider eingestampft wird, weil man das nicht richtig kapiert hat. Da sind dann die Bummelzüge mit diesen Rappeldingern da, die sind bei uns pausenlos noch unterwegs und 4-mal am Tag stehe ich dann am Bahnübergang. Bin aber gebürtiger Manzeraner, habe hier früher in den Altstadtkneipen Musik gemacht, von der Kavete bis bei Pikus. Also deswegen sollte man das mal zur Kenntnis nehmen. Aber eines haben wir nicht getan, wie wir den Führerschein hatten. Ja, da haben wir uns wenigstens bemüht. Und spätestens wenn man dann das erste Mal in die Kontrolle gekommen ist und ist dann glimpflich davon abgekommen, sagt man beruflich, wenn ich ohne Führerschein gewesen wäre, hätte ich meine 4 Millionen Kilometer auf den Langstraßen gar nicht hinter mich bringen können. Ja, das ist ja dann der spätere Grund. Aber wenn heute 15- bis 25-Jährige im Suff, egal, Mama sitze nicht mal besoffen, sondern mit Streit vom Zaun gebrochen, dann hauen die anderen, der älter ist oder der sich immer angequatscht hat, unter irgendwelchen Gründen, hauen die dann zusammen, dass sie da bewusstlos liegen und so weiter. Sicher haben wir früher auch gekloppt in der Altstadt, sowohl im Buchviertel als auch. Wir hatten dann aber. Ja, bitte, ja, Fragen. Ich habe da Antworten drauf. Und was auch voller. Und da ich seit 84 bin, heute noch in Nordhorn, und also in Dänemark und auch in der Lutte gewesen. Was in Holland dort stattfindet, mit den Coffeeshops, die wären froh, wenn sie so wieder los wären. Ja, sie können oben, wenn sie hier von Arnhem ist nach Groningen kommen, ich bin letztes Wochenende noch oben gewesen, da können sie von ausgehen, die Coffeeshops, die werden zwar noch darauf angesprochen, aber diese Leute, die dann als Deutsche darüber gehen, konsumieren und mir dann nachher auf der 31 verkifft entgegenkommen, da habe ich das gesehen. Ja? Und die Niederländer, dass die Polizei ist, im grenznahen Raum kennen wir sicherlich auch einige. Und ich habe bis in den 2002 ein eigenes Schiff liegen gehabt, den Holland. Da brauchen sie, will ja mit mir prädestinieren. Ja, die Zeit, das nützt nichts, wenn wir uns darüber unterhalten, müssen wir uns darüber unterhalten. Die Niederländer wollen kein Cannabis mehr freigeben, die wollen die freien Drogen nicht mehr freigeben, weder in Enkhuizen noch in anderen Städten und auch nicht an der Grenze hier oben. Wären froh, wenn die Coffeeshops vorbei wären. Und wenn sie dann mal sonntagsabend oder zum späten Abend zu einer Veranstaltung hier nach Münster fahren, wenn sie dann die Bierflaschen neben den Lkw-Fahrern in der Lutte sehen, dann ist das genauso ein Problem. Die verunfallen sich dann in der Nacht unten auf der A1 in Richtung Seesohn.
und dann knallt. Ich habe Gott sei Dank Glück gehabt, dass wir diese Unfälle in dieser Art, dass er mich zu Schrott gefahren hat, vorbei sind. Ich achte hoch den Menschen, die sich darum kümmern, um die, die erkrankt sind. Ja, das ist nun mal so. Dann ist es auch gut, wenn dann die Leute vernünftig versorgt werden. Ich habe aber kein Verständnis dafür, wenn in unseren Gerichten oder hier in den Gefängnissen, ja, wenn in den Gefängnissen das Zeug auch noch verteilt wird. Wenn da einer krank ist im Gefängnis, dann soll er versorgt werden, da habe ich nichts drauf entgegen. Und die Menschen, die darum kümmern, dass es nicht der Fall ist, auch, denn ich habe auch Kinder großgezogen, die heute zwischen Lehramt und Chemiestudium gegangen haben. Und die sind Gott sei Dank davon verschont geblieben. Gut dabei, aber heute, es reicht. Danke. Wir haben sehr viele Wortmeldungen, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja. Das ist ein Riesen. Ich weiß, dass das ein Problem ist und es tut mir wirklich schrecklich leid. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage, denn wir brauchen doch jetzt eine Perspektive. Ja. Deswegen meine Frage in die Runde: Wird jetzt das Thema Drogenlegalisierung, ist das jetzt das Thema bei der nächsten Bundestagswahl, ist das das Thema bei den kommenden Landtagswahlen, ist das ein Thema, dass die Gesellschaft jetzt auch durch den Antrag der Linken vielleicht, durch das Engagement der Piraten, durch die Grünen, vielleicht sogar der SPD, bewegen wird? Oder geht das jetzt gleich wieder unter, wie schon in den vergangenen Jahren? Ja, ich glaube, es sollte natürlich nicht untergehen. Und du hast ja schon sozusagen ein paar Hoffnungsschimmer benannt. Die parlamentarische Beratung im Bundestag aufgrund des Antrags der Linken ermöglicht ja zumindest eine sachrationale Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es gibt eine bestimmte Beschlusslage beim Bundesparteitag der Piratenpartei, die das auf die Agenda geschrieben hat. Es gibt, wird auch noch, finde ich, als Grüner etwas zurückhaltend Artikulation über kleine Anfragen der Grünen im Bundestag. Also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, weil es geht einfach verdammt viele Leute an. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir in der Tat die sicherlich nicht zum beherrschenden Thema des Bundestagswahlkampfs 2013 machen. Aber ich finde, es sollte schon angesichts der Probleme, die damit verbunden sind, eine Rolle spielen. Und wenn ich darf, würde ich eben noch ganz kurz da oben auf die Frage eingehen, die mir gestellt worden ist. Ich empfinde es als angenehm, dass wir heute nicht darüber diskutiert haben, ob ein Polizeipräsident sowas sagen darf, sondern dass wir den Versuch gemacht haben, sachlich kontrovers eine Debatte darüber zu führen. Ich finde, das ist ein deutlicher Fortschritt und dass ich immer noch Polizeipräsident bin, zeigt eigentlich, also für Nordrhein-Westfalen ist die Frage beantwortet. Zeigt eigentlich, dass man, und ich finde, das entspricht dann auch der Rolle eines Polizeipräsidenten aus seiner fachlichen Betrachtung hinaus, natürlich rechtspolitisch als seine persönliche Auffassung sich zu diesem Thema öffentlich positionieren kann. Das finde ich mir selbstverständlich. Ich glaube, Mitte der 90er Jahre einen Aufruf der Polizeipräsidenten, einiger Polizeipräsidenten, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für diejenigen, die das von damals nicht so in Erinnerung haben, also die schon vor 15 Jahren im Grunde genommen den Finger da in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, also die nächsten Schritte sind überfällig. Ich habe die SPD-Position beschrieben. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dem noch hinzuzufügen habe. Ich würde allerdings weiterhin darauf setzen, dass wir im Bereich der legalen Drogen ganz andere Diskussionen noch führen müssen. Denn die legalen Drogen sind unser ganz großes Problem in diesem Land. Und da muss man sich nicht im illegalen Bereich festbeißen oder in dem illegalisierten Bereich festbeißen, sondern wir müssen uns im legalen Bereich vollkommen neu, finde ich, positionieren und den legalen Bereich viel stärker unter die Lupe nehmen. Denn das ist volkswirtschaftlich das allergrößte Problem, was wir haben. Ja, die Zeit schreitet voran und ich möchte aus der Sicht der Drogenhilfe kurz ein Resümee ziehen für mich und vielleicht auch die notwendigen Wünsche, die ich gerne hätte, an die Politik stellen. Also 40 Jahre Drogendiskussion zeigen ja, und das hatte ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt, dass es
im Prinzip kein Patentrezept zur Lösung des Drogenproblems gibt. Drogen werden weiter konsumiert seit Jahrtausenden, Jahrhunderten, seit Menschen existieren sozusagen. Und Cannabis ist auch eine Kulturdroge. Sie ist auch inzwischen, denke ich mal, in der Bundesrepublik und in anderen europäischen Ländern angekommen. Sie ist alltagsintegrativ. Das sehen wir, das ist Fakt. Eins steht jedenfalls fest, die Generalprävention über das Strafrecht hat den Drogengebrauch nicht einschränken können, nur sehr riskant werden lassen. Verunreinigung der Substanzen, was ich am Anfang erwähnt habe, die Leute mit ihrem Heroin und auch bei Cannabis, Bleibeinwirkungen und so weiter, brauche ich jetzt alles nicht zu erwähnen, Kriminalisierung, Stigmatisierung und zum Teil Psychiatrisierung der Konsumenten. Und das könnten wir, denke ich mal, aufheben. Und ein erster Schritt wäre die Entkriminalisierung, das heißt, eine Person und Handlungen entkriminalisieren die Cannabiskonsumenten und legalisieren kann man nur Substanzen. Also müssen wir hingehen, die Substanzen zu legalisieren, wie auch immer. Da weiß ich nicht, wie das drogenpolitisch umgesetzt werden soll. Wir haben 40 Jahre darüber diskutiert. Es gibt das Genussmittelmodell, es gibt das Opportunitätsprinzip zum Beispiel, müsste eingeführt werden, auch auf polizeilicher Ermittlungsebene. Denn dann hätten wir da auch für die Polizei mehr Sicherheit. Für den Konsumenten und für uns als Drogenhilfe, das wären so, denke ich mal, so die ersten Schritte. Und als nächstes die staatlich kontrollierte Heroinabgabe ist zwar noch sehr hochschwellig konzipiert für Menschen, die müssen erstmal 5 Jahre abhängig sein, die müssen 2 Therapien hinter sich gebracht haben und schwer krank sein, dann kommen sie in den Genuss der Heroinsubstitution. Also ich denke mal, das müssen wir auch langsam ändern. Das geht aber, denke ich mal, auch nur Schritt für Schritt. Wir werden jetzt hier nicht die große Legalisierungsdebatte, die können wir führen, aber wir werden es nicht umsetzen, denke ich mal. Vielleicht schaffen wir in kleinen Schritten noch, bis ich pensioniert werde. Das würde mich freuen. Dr. Schneider, so jung wie Sie aussehen, haben Sie noch viele, viele Jahre zur Pension. Den Optimismus bin ich hin. Ja, ich glaube, ich habe noch 2 Fragen zu beantworten. Ich will versuchen, das in der Kürze zu tun. Thema Antrag der Linken. Ich glaube, ich hatte deutlich gemacht, dass es vereinfacht gesehen etwas Ähnliches ist, so hatte ich mich, glaube ich, ausgedrückt, wie die Drogenräume in Holland. Und in Holland gibt es auf der einen Seite diese Räume, diese Möglichkeit, Cannabis rauchen zu können. Aber die Kriminalität, die mit anderen Drogen einhergeht, die ist in Holland genauso massiv vorhanden, wie sie auch hier vorhanden ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass der Antrag der Linken auch da in eine falsche Richtung zielt. Herr Wimmer, ich mag Ihnen gerne recht geben, dass wir nicht zum Hauptthema gemacht haben, wie und inwieweit darf sich ein Polizeipräsident äußern. Jetzt bin ich aber hier gefragt worden, ich will auf keinen Fall Sie deckeln in Ihrer freien Meinungsäußerung. Nur als Polizeipräsident sind Sie Beamter, Wahlbeamter, und als Beamter hat man ein Neutralitätsgebot zu beachten. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen Sie sich auch die Verantwortung bewusst machen und sich auch die Verantwortung vor Augen zu führen, welchen Eindruck das in der Öffentlichkeit macht. Bei der schweigenden Mehrheit, die heute Abend sicher hier nicht in der, in der Mehrheit hier war, die es aber in Münster gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man eine Einstellung hat, die etwas anders aussieht, als wie sie hier heute Abend genannt wird. Und ich glaube, die Polizei ist dafür da, alle Menschen zu schützen, egal welche Meinung sie haben. Und da ist es nach meiner Bewertung und an dieser Stelle habe ich auch im Innenausschuss die Unterstützung von Herrn Stockow, dem Sprecher der SPD-Fraktion, bekommen. Ist es eben nicht Aufgabe eines Polizeipräsidenten, sich in die erste Reihe an der Stelle mit einer Meinung Drogenfreigabe zu stellen. Und das habe ich deutlich gemacht, das werde ich auch weiterhin deutlich machen. Ich will auch noch ein kleines Beispiel an dieser Stelle äußern. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen würden, wenn einer Ihrer
Direktionsleiter oder sonstigen leitenden Polizeibeamten sich an einer Stelle so extrem positionieren würde, ob sie das auch akzeptieren würden. Und deswegen, glaube ich, gehört das auch dazu, dass es offen gesagt wird. Aber da muss man auch einfach zum Thema Wahlen. Ich kann da nur sagen, Grüne und SPD haben zwar eine Minderheitsregierung, aber sie stellen die Landesregierung in NRW. Bisher ist mir kein Antrag bekannt, eine Politik in dem Zusammenhang auf den Weg zu bringen. Im Bund hatten sie die Mehrheit, auch dort hat es keine, wie auch immer, gearteten Anträge, Aktivitäten gegeben. Ob Drogenfreigabe im nächsten Wahlkampf, sei es im Bund, sei es in Europa oder sei es bei den Landtagswahlen eine Rolle spielen wird, das kann ich nicht sagen. Wenn Sie, die Bürgerinnen und Bürger, das zum Thema machen, stehe ich sicherlich bereit, mich dahin zu äußern, dahingehend in die Diskussion einzutreten. Das habe ich heute Abend auch getan. Ich glaube allerdings ganz persönlich, dass wir auch in Nordrhein-Westfalen ganz andere Probleme haben. Wenn wir an die Finanzen denken, dann glaube ich, ist das ein wesentlich wichtiges Thema für die Zukunft in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Deutschland. Damit möchte ich die Debatte beenden und allen danken, die bei der Organisation der Veranstaltung geholfen haben. Ich denke, das war ein Applaus wert. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie da waren. Auch das ist ein Applaus wert, finde ich. Und schön, dass wir da waren. Bis zum nächsten Mal.